Ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin heute extrem motiviert, denn ich habe gerade noch ein anderes Video gedreht, was dann, glaube ich, nächste Woche online kommen wird. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich da das gleiche wie in diesem Video anhabe. Nur ich bin momentan, ja, sehr, sehr, sehr im Stress. Ich habe sehr viel zu tun, ich bin sehr viel unterwegs und deswegen dachte ich mir, okay, dann drehe ich heute einfach mal zwei Videos. Falls ich doch Zeit haben werde, werde ich gucken, dass ich dann trotzdem nochmal ein anderes Video, ja, drehe. Aber sicher, sicher, denke ich mir. Ja, heute habe ich für euch etwas gegen trockene Haut. Also ich rede jetzt vom Gesicht und trockene Lippen. Ich habe sehr viele Produkte schon ausgetestet und mir meine Meinung gemacht. Und ich habe eigentlich nichts wirklich gefunden, wo ich sagen kann, wow. Außer bei den Lippen bin ich bei einem Produkt hängen geblieben und beim Gesicht. Und fangen wir auch direkt mit dem Gesicht an. Und zwar, das kennt ihr alle schon, und zwar ist das die beliebte, schon seit Jahren geliebte BB-Creme. Ich finde BB besser als Nivea. Okay, jeder hat seine eigene Meinung, aber ich finde BB einfach besser. Und die benutze ich wirklich jeden Tag, morgens und abends und zwischendurch mittags, wenn ich wirklich merke, dass meine Haut sehr, sehr, ja, rau ist und ausgetrocknet. Ich habe das ganz extrem hier oder hier so oder rund um die Nase und hier. Ist bei mir wirklich extrem und das heißt, wenn ich dann Make-up auftrage, sieht es dann auch wirklich komisch und bröckelig aus. Und ich finde, da ist die BB-Creme dafür am besten geeignet. Meiner Meinung nach, also ich meine, jedes Gesicht ist auch wirklich anders, aber für mein Gesicht jetzt und meine Meinung ist auf jeden Fall für mich die BB-Creme am besten. Solltet ihr auf jeden Fall mal austesten. Also tut die wirklich regelmäßig drauf. Ich benutze sie wirklich morgens und abends und auch zwischendurch mittags. Und ja, ich finde, sie riecht auch total schön, deswegen, ich liebe das. Und keine Ahnung, das ist so ein frisches Gefühl immer. Und ich fühle mich dann immer so, ich weiß nicht, das sind immer so Erinnerungen von früher, weil meine Mama hat mir die immer drauf getan, wo ich noch klein war. Und für mein Gesicht benutze ich eigentlich sonst gar nichts, außer die BB-Creme. Also ich schmink mich halt einfach mit diesem von Clinique oder wie das heißt, dieses Abschminkprodukt, was ich euch auch schon vorgestellt habe, schminke ich mich einfach ab und gehe dann schön mit Wasser drüber und spüle das alles gründlich ab und danach tue ich mir einfach die BB-Creme drauf. Viele kennen dieses Problem bestimmt auch mit den Lippen. Dieses Problem habe ich auch sehr extrem. Ich habe sehr spröde, trockene Lippen und schon seitdem ich klein bin, war ich immer so und reiß mir immer diese ganzen Hautschüppchen ab, bis dann die ganze Lippe blutet. Ja, ich glaube, das kennen viele und knibbeln auch an ihre Lippen und beißen und keine Ahnung was. Ich habe wirklich auch für meine Lippen sehr viele Produkte getestet. EOS, Baby Lips, was noch? Labello. Boah, was gibt's denn noch? Blisterex oder Blistex, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall so viele Produkte getestet, einfach um zu gucken, welches Produkt meinen Lippen, ja, Feuchtigkeit gibt. Und irgendwie war da nie so eins bei, was wirklich so meine Lippen heilt. So, das war immer so, so ein Fettfilm auf meinen Lippen und das hat sich dann ein bisschen geschmeidig angefühlt, aber so, dass meine Lippen dann wirklich davon schön werden, war es jetzt nicht. Und dann habe ich so im Internet geguckt und ich habe dieses Carmex entdeckt. Sieht aus, finde ich, wie so eine Sekundenklebertube. Sieht auf jeden Fall nicht so, ja, gesund aus. Aber ich muss wirklich sagen, also mir wurde im Internet versprochen, dass dieses Lippenprodukt auf jeden Fall am besten sein soll und dass man da voll die schönen Lippen von bekommt und keine Ahnung. Ich dachte mir so, ja, was ihr nicht sagt.
Aber ganz ehrlich, ich war dann halt so neugierig und habe es mir geholt. Ihr kriegt das übrigens bei Rossmann, bei DM leider nicht, habe ich schon geguckt. Aber bei Rossmann kriegt es man auf jeden Fall und halt im Internet. Ja, ich muss wirklich sagen, ich benutze es alle 2 Tage und ich habe seitdem so schöne Lippen. Die sind einfach nicht mehr so trocken wie vorher. Ich glaube, trinken hilft wirklich sehr, damit die Lippen einfach nicht austrocknen und man selbst natürlich auch nicht, aber ich habe es echt nicht mit Trinken. Ich trinke wirklich nicht viel. Ja, ich sollte das echt mal tun. Aber ich muss sagen, das wirkt Wunder. Ich liebe es einfach und ich werde mir das ab jetzt immer nur noch kaufen. Und ich bin wirklich so zufrieden damit. Es war, glaube ich, so, ich finde, es war schon sehr teuer. Ich meine, man kriegt Lippenprodukte, die kosten 90 Cent. Oder sogar billiger. Und das hat, glaube ich, so um die 3 Euro gekostet. 4 Euro? Ich meine, okay, das Lip Balm kostet auch so 5, 6 Euro. Aber ich finde das 1000-mal besser. Wirklich, jetzt ist es 1000-mal besser. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, diese Tipps waren euch hilfreich. Ihr könnt es ja mal austesten. Dann könnt ihr ja in den Kommentaren schreiben, was ihr davon hält. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr diese Produkte schon benutzt und könnt mir ja vielleicht nochmal ein paar Tipps geben. Und vielleicht kann ich das ja auch mal austesten. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Samstag. Und ich habe euch ganz doll lieb. Und ja, ich glaube, ich werde mir jetzt eine Wanne einlassen. Ich habe nämlich Bock auf eine Wanne. Ja. Okay, Leute, dann beende ich das Video jetzt und... wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.